Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal den Afterpatch für den PD-Glitch zeigen. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür auf jeden Fall Safe Wizard, den Safe Editor, um euch die Outfits zu erstellen. Und ebenso braucht ihr halt noch entweder einen Freund oder irgendein Crewmitglied, dem ihr dann hinterher joinen könnt. So, ebenso braucht ihr halt noch einen Safe Game, entweder für den männlichen Charakter oder für den weiblichen Charakter, je nachdem, was ihr für einen GTA Online Charakter habt. Die beiden Safe Games werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken. Und wenn ihr dann alles soweit habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Sind wir dann an unserem PC angekommen, dann öffnen wir einmal den GTA Safe Editor. So, dann gehen wir auf Open File, fügen dann das Safe Game ein, aus der Videobeschreibung, entweder für den männlichen Charakter oder für den weiblichen Charakter. Und dann müssen wir uns einmal oben rechts anmelden. Wir gehen auf Sign In, auf Submit, einmal auf Anmelden. Haben wir das gemacht, dann bekommen wir oben den goldenen Kleiderhaken. Dort klicken wir einfach drauf, auf den goldenen Kleiderhaken, oben über Franklin. Und dort sind wir jetzt im Pet Editor drin. Und das ist sozusagen ein Transfer-Glitch. Und zwar müsst ihr Multiplayer Female aussuchen, wenn ihr einen männlichen Charakter habt. Auf jeden Fall, wenn ihr euch ein Outfit erstellen wollt, dann, wenn ihr einen männlichen Charakter habt, dann geht ihr auf Multiplayer Male, auf Free Mode, und dort sucht ihr euch dann einmal die Komponenten aus, die ihr auf eurem männlichen Charakter dann drauf haben wollt. Könnt ihr dann mal ein bisschen rumtüfteln. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr nichts geblacklistet nimmt. Irgendwelche Weihnachtssachen oder Polizeiklamotten gehen natürlich auch nicht. Guckt da mal ein bisschen rum, gibt auf jeden Fall einige zur Auswahl. Wenn ihr euch das Outfit erstellt habt, dann geht ihr oben wieder zurück dann auf Main. Dort geht ihr dann auf Multiplayer Female und wählt dann auch dort einmal den Free Mode aus, weil es ist ganz wichtig, weil es sozusagen ein Transfer-Glitch ist. Und habt ihr euch dann das Outfit dann erstellt, dann geht ihr einfach ganz oben rechts auf das X drauf. Auf Save File, wunderbar, und dann auf Close File, und dann können wir den Save Wizard öffnen. So ist dann Save Wizard gestartet, einmal Rechtsklick, gehen wir auf den Advanced Mode. So sind wir im Advanced angekommen, oben rechts auch gehen wir auf Import File, wählen dann das Save Game aus, wo das Outfit drauf ist, dann gehen wir einmal auf Apply, auf Ja. Ja, jetzt wird der Spielstand von unserem PC auf den USB-Stick übertragen. Und wenn wir das jetzt gemacht haben, das dauert einen kleinen Moment, dann gehen wir einfach nur noch auf OK, auf Speichern, und dann können wir den USB-Stick an unsere PlayStation anschließen. So, auf unserer PlayStation angekommen, gehen wir einmal in die Einstellung, dann geben wir Verwaltung der von Anwendung gespeicherten Daten, dann geben wir gespeicherten Daten im Systemspeicher, auf Löschen, und dort müsst ihr einmal den Autosave löschen. Den löschen wir einmal raus, auf OK, dann gehen wir zurück auf gespeicherte Daten auf USB-Speichergerät, im Systemspeicher kopieren, und jetzt müssen wir einmal den Speicherstand von unserem USB-Stick auf unsere PlayStation kopieren. Haben wir das dann gemacht, dann können wir ganz einfach GTA starten. So, sind wir im Story-Modus angekommen. Tut ihr entweder irgendeinen Freund joinen, der in der öffentlichen Sitzung ist. Habt ihr jetzt keinen Freund, dann geht ihr einfach mal auf Cruise. Dann geht ihr auf vorgeschlagene Crews, und dort könnt ihr einfach auch irgendeinem Random dann beitreten. Ich wähle mir einfach mal irgendeine Crew raus, um euch das mal ganz kurz zu demonstrieren. Wie gesagt, irgendeine Crew, Mitglieder ansehen. Und ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass ihr dann einen Story-Charakter seht, wie zum Beispiel hier jetzt der Franklin. Aber wenn ihr jetzt so einen verglitschten Story-Charakter habt, so einem könnt ihr dann nicht beitreten. Das wird dann nicht funktionieren. Nehmen einfach irgendeinen, wo der Story-Charakter ist, einfach das Spiel dann beitreten. Sollt dann jetzt eine Meldung bekommen, dass der Spieler sich in einem Job befindet. Die Meldung müsst ihr dann ablehnen, genauso wie die Meldung, dass die Lobby voll ist. Ob du in einer Warteschlange beitreten möchtest, auch diese Meldung einmal ablehnen. Seid im Story-Modus angekommen, dann begibt euch einmal zum Ammunition, kauft euch einmal einen Hauptfallschirm. Ihr müsst aber darauf achten, dass ihr den Fallschirm dann nicht aufhabt. Habt ihr den Fallschirm auf, geht ihr einmal Interaktionsmenü, Inventar, und dort müsst ihr dann einmal den Fallschirm ausstellen. Und dann öffnet, geht einmal aus den Ammunition raus, öffnet einmal das Waffenrad, und dann seht ihr unten rechts, dass wir jetzt dann da einen Fallschirm stehen haben. Wenn das so der Fall ist, dann ist es auf jeden Fall perfekt, und dann könnt ihr euch auch eine Duffelbag online holen. Weil sonst wird das dann leider auch nicht funktionieren.
So, haben wir das dann gemacht, dann begeben wir uns einfach zum Zeitrennen. Und beim Zeitrennen angekommen, einfach reinfahren auf Options und von dort aus in den Creator gehen. Sind wir dann im Creator angekommen, gehen wir zurück zu Grand Theft Auto 5. Die Meldung auch einfach akzeptieren. So, im Story-Modus angekommen, seht ihr, dass wir ganz kurz die Komponenten anhaben. Dann werden wir unsichtbar, werden dann wieder sichtbar. Ihr müsst einfach die ganze Zeit weiterlaufen. Bewegt euch ein bisschen weg von diesem Ort. Ja, lauft dann einfach so 5 bis 10 Sekunden. Das wird dann auf jeden Fall reichen. Haben wir das dann gemacht, dann gehen wir wieder, drücken wir dann Steuerkreuz einmal nach unten. Dann linken Analogstick nach links, gehen dann in die Michael-Meldung rein und ihr seht, wir sind jetzt mit den Komponenten gespawnt, ist auf jeden Fall perfekt. Ja, jetzt müssen wir uns auch einfach noch ein bisschen wegbewegen. Auch einfach 5 bis 10 Sekunden rumlaufen, dann gehen wir von Michael einmal auf Trevor. Und ja, bei Trevor müssen wir jetzt einmal ganz kurz warten, bis die Cutscene vorbei ist. Sobald die Cutscene vorbei ist, drückt ihr dann auch wieder Steuerkreuz nach unten, linken Analogstick nach links und geht dann wieder auf die Michael-Meldung. Und wir sind jetzt wieder mit den Komponenten gespawnt, ist auf jeden Fall perfekt. Und ja, als nächstes gehen wir einfach nur auf Options, Online, GTA Online spielen und starten dann eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. So, und wenn wir jetzt im Online-Modus spawnen, seht ihr, das Outfit haben wir auf jeden Fall schon an, aber die Duffelbag, die hat sich nicht übertragen. Und ja, damit uns jetzt die Duffelbag dann einmal angezeigt wird, gehen wir dafür einmal ins Interaktionsmenü, Secure Reserve, einmal als CEO registrieren. Von dort aus gehen wir dann einmal auf, Verwaltung, dann gehen wir auf Stil und dort einmal das Outfit wechseln und ihr seht, die Duffelbag ist auf einmal da. Und ja, um die Duffelbags jetzt einmal abzuspeichern, begeben wir uns einmal in der Nähe vom Maskenladen, schnappt euch einen Oppressor MK2, MK1 oder irgendein Helikopter. So, begibt euch dann einfach auf die gewünschte Höhe, springt dann von dem Fallschirm ab, den Fallschirm dann einmal ziehen. Und dann gleiten wir einmal Richtung Maskenladen. Ihr müsst auf jeden Fall so timen, dass ihr auf jeden Fall so richtig gegen den Maskenladen gegenklatscht und dann sofort Steuerkreuz nach rechts spammen. So, Moment, einfach gegenklatschen, wunderbar. Sobald er jetzt aufsteht, Steuerkreuz nach rechts spammen. Und dann müssten wir jetzt in das Menü reinkommen, perfekt. Und können uns dort das Outfit dann ganz einfach abspeichern. So, ich werde kurz ein altes Outfit überschreiben. Und werde das hier dann eben mal gerade abspeichern. Ich werde es mal eben rot nennen. So, dann speichern wir ab. Ich speichere es immer zweimal ab, ja, lieber auf Nummer sicher gehen. Und ja, um damit die Duffelbag jetzt anzeigen zu lassen, Interaktionsmenü, Stil und einmal das Outfit betätigen. Und schon haben wir die Duffelbag und das Outfit ist fertig. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.